herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Baldeneysee-Tour. Hier seht ihr den Streckenabschnitt, den ich euch beim ersten Video gezeigt habe. Heute geht es auf die Nordseite des Baldeneysees. Falls ihr den ersten Teil des Videos noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch oben rechts. Stelle geht die Tour weiter. Das ist die Strecke, die ich euch jetzt in diesem Video zeigen werde. Ich bin die Tour natürlich an einem Stück gefahren. Ich habe es halt nur auf zwei Videos aufgeteilt bezüglich der Videolänge. Es waren insgesamt 95 Kilometer und 1328 Höhenmeter. Sorry, das sollte man natürlich in der Regel nicht machen. Natürlich absteigen und schieben. So, ab geht's in den Wald. Ein paar schöne Trails fahren. Ich wünsche euch viel Spaß.
etwas anspruchsvollere Abfahrt, die heißt bei Komoot Down durchs Unterholz, ist etwas wurzellastig und etwas steiler. Hier sieht man in etwa das Gefälle, wo es gleich mit dem Bike runtergeht. Wer will, kann auch dieses Gap fahren und drüber jumpen. Ich wollte nicht. Wie bei GoPro-Aufnahmen üblich, es kommt nicht so rüber, wie steil es in Wirklichkeit ist.
Stelle hätte ich links abbiegen müssen, jetzt bin ich rechts gefahren. Also nochmal hoch und einen neuen Versuch starten. So, jetzt aber links rum. Befinde ich mich auf einem Downhill der Kategorie S3. Auf Komoot sind noch keine Bilder davon hinterlegt, von daher wusste ich überhaupt noch nicht, was auf mich zukommt. Eins vorweg, ich und diese Line werden auf jeden Fall keine Freunde. Ja, dieser Drop kam dann doch etwas überraschend und da ich die Strecke noch nicht kenne, habe ich mich entschlossen, den Drop erstmal nicht zu springen. Man hätte aber doch drüber rollen können, aber ihr kennt es vielleicht, wenn man mit hoher Geschwindigkeit drauf zufährt und man nicht weiß, was dahinter kommt, dann ist man doch ein etwas vorsichtiger. Zumindest ich im zunehmenden Alter. Jetzt hat sich doch tatsächlich dieser komische Ast oder Baum in meine Kurbel eingefädelt. Also das ist mir echt noch nie passiert. Zum Glück war ich nicht zu schnell und ich konnte noch rechtzeitig zum Stehen kommen. Ich hatte dann auch die Kamera ausgemacht, warum auch immer. Der letzte Teil des Trails ist jetzt nicht mehr mit drauf. Ja, vielleicht auch ganz gut so, weil ich dann noch einen kleinen Baum touchiert hatte. Es war einfach nicht meine Line. Zumindest nicht an diesem Tag. Finde ich mich an der Ruine Neue Isenburg, die aus dem 13. Jahrhundert stammt, 1240 von Graf Dietrich von Altena-Isenberg erbaut und nach 48 Jahren wurde die Burg wieder zerstört. Jetzt ist es eine denkmalgeschützte Ruine, die man sich ansehen kann.
schöner Platz für eine kurze Pause, um mit dem ein oder anderen Energieriegel den Akku wieder aufzufüllen. Weiter geht es auf dem Spitzkehren-Trail. Ein Downhill, der ca. 1 Kilometer lang ist, mit ein paar Spitzkehren auf steinigem Untergrund. Kleiner abgelegener Wasserfall, wo man seine Trinkflasche auffüllen kann. Was mir aufgefallen ist, am Baldener See gibt es sehr viele Brennnesseln. So, das war meine kleine Tour zum Baldener See. Ja, vielleicht war der ein oder andere Trail dabei, den ihr vorher noch nicht kanntet. Vielleicht wollt ihr den auch mal nachfahren. Den Tourverlauf habe ich auf Komoot aufgezeichnet. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt mir dort auch folgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch. Im nächsten Video wird es keine Tour geben, dann werde ich euch einen Trail vorstellen, den Nizza Trail in Velbert. Bis die Tage, ciao!